freut uns natürlich ganz besonders, dass wir auf einem der schönsten Plätze der Welt, Schloss Kampan, da musizieren dürfen. Besonders herzlich Frau Elisabeth Gräfin Enzenberg und unseren Freund, natürlich unseren großen Freund und Förderer Georg Graf Enzenberg. Wir danken herzlich für die Einladung. Ich muss sagen, das ist ganz großartig. Danke. Hier in Kampan, in Kaltern, im Süden Tirols, bemühe mich, weil ich es will, voller vollster Freude und Ungeduld euch den herzlichsten Empfang bereiten. Seid willkommen und ihr alle, die ihr hier seid. Thank you.
melde die Kaiserjägergruppe Südtiroler Unterland, die Tiroler Kaiserjägermusik, 7 weitere Formationen des Tiroler Kaiserjägerbundes, das Hoch- und Deutschmeister Schützenchor aus Wien, die Siebener Dragoner aus Linz, die Kaiserschützen aus Tirol sowie die Schützenkompanie Kaltern und weitere Abordnungen der Südtiroler Frontkämpferverbände angetreten. Ich bitte Sie, die Ehrenfront abschreiben zu wollen. Formationen, gut! Posten, Dienste, Verpflegung und vieles andere mehr zu übernehmen.
Sie im Namen der Marktgemeinde Kaltern und der Kalterer Bürgerschaft ganz herzlich hier in Kaltern im Schlosshof Select willkommen heißen. Ich tue das im Namen des Bürgermeisters Winfried Battisti Matscher, der wegen eines wichtigen anderen Termins heute leider nicht unter uns sein kann. An der Schwelle des dritten Jahrtausends sind die Augenzeugen des Ersten Weltkrieges und der Heldentaten der Kaiserjäger bis auf ganz wenige Ausnahmen verstummt. Das war nicht immer so. Gerne denke ich zurück an meine Kinder- und Jugendtage, und ich spreche jetzt von den 50er und 60er Jahren, als noch mein Großvater, selbst Kaiserjäger und Kämpfer an der Südfront im Fleinstal, mir Geschichten erzählt hat über die Heldentaten der Kaiserjäger im Ersten Weltkrieg. Und während der Tiroler Befreiungskrieger 1809 noch fest im Bewusstsein der Menschen verankert ist und auch institutionalisiert ist durch viele jährliche Feiern, so scheint es, dass die Zeit der Kaiserjäger bald in Vergessenheit geraten wäre. Umso mehr freuen wir uns, dass das, was die Tiroler 1922 getan haben, nun im Jahre 1998 auch im südlichen Teil Tirols Wirklichkeit geworden ist, nämlich die Gründung einer Ortsgruppe des Kaiserjägerbundes. Und da möchte ich nun danken im Namen der Kalterer und der Südtiroler, dem Herrn Ivo Lazzari, der die Triebfeder gewesen ist, die treibende Kraft für die Gründung dieser Ortsgruppe in Südtirol. Wir Kalterer sind stolz, dass auch Dieter Sandrini, ein Kalterer Landsmann, der vor 14 Tagen sehr erfolgreich in den Kalterer Gemeinderat gewählt worden ist, mit unter den Gründungsmitgliedern dabei war. Diese Ortsgruppe Südtiroler Unterland wird die Erinnerung an die Kaiserjäger wachhalten, auch südlich des Brenners. Dort, wo die Kaiserjäger ja verwurzelt sind und wichtige Traditionen gepflegt haben. Und diesen genannten Personen möchte ich auch danken, dass dieses heutige Treffen hier in Kaltern stattfinden konnte, an einem historischen Ort, im Habsburger Schloss Select, das ja für Erzherzog Rainer, den Vizekönig von Italien, letztlich erbaut wurde oder umgebaut wurde, denn die Ursprünge des Schlosses sind ja älter. Ich möchte nun Ihnen allen danken für die Gründung dieser Ortsgruppe, für die schöne Gestaltung dieser Fahnenreihe. Wir Kalterer sind stolz, dass dieser historische Moment, dieser Meilenstein in der Pflege Tiroler Kultur hier an diesem Ort, hier in Kaltern, stattfinden wird. Ich möchte abschließen mit dem Wunsch, mögen die Traditionen, die Werte unserer Tiroler Heimat hochgehalten bleiben, die Werte unserer Väter weiterhin gepflegt werden und die Tätigkeit der Ortsgruppe Südtirol Unterland des Tiroler Kaiserjägerbundes erfolgreich in das nächste Jahrtausend hineingetragen werden. Herzlichen Dank. Die Fahne ist das Heiligtum des Soldaten, das rühmliche Pfand des Organs, welches vom Monarchen die Tapferkeit seiner Krieger setzt, das Sammlungs- und Vereinigungszeichen in den wichtigsten Augenblicken und das bei mir, unter welchen sie siegen oder sterben sollen. Die Verteidigung der Fahne ist daher eine heilige Pflicht. Von ihrer Erhaltung ist der Ruhm der Truppe unzertrennlich. Die Feier der kirchlichen Weihe versinnbildlicht ihren Ruhmwert. Die Fahne der Kaiserjäger hat mit ihrer Gründung am 16. Jänner 1816 über den Tirol, über den alten Tirol zu gehen begonnen. Damit auch über einen 40%igen Anteil an Kreisledern, die Trientiner und damit die italienische Muttersprache waren. Sie alle haben sich unserem Land besonders verpflichtet gefühlt, schließlich konnten nur Tiroler und Vorarlberger bei den Kreisledern dienen. So auch der Grund, warum das Regiment im Beinamen Tiroler Kreisleder. Liebe Kameraden, meine Damen und Herren, ich zeige auch Flagge und in Anbetracht der Hitze, und dass der Wahlspruch des 2. Regimentes "Es ist Zeit" lautet, ist es auch Zeit für mich, meine Rede zu beenden. Ich wünsche dem Tiroler Kaiserjägerbund, Südtiroler Unterland, alles Gute, viel Glück mit eurer neuen Fahne.
Es lebe der Tiroler Kreisjägerbund, es lebe unsere Heimat Tirol, in Treue fest. Lasset uns beten. Gott,
du Ursprung aller Gemeinschaft, segne die Fahne der Kaiserjäger Ortsgruppe Südtiroler Unterland und schließe alle, die ihr folgen, zu einer Gemeinschaft des Friedens, der Kameradschaft und der Hilfsbereitschaft zusammen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Zur Fahnenübergabe. Formationen rechts. Kopf. Thank you.
Thank you.